Tag Leute und herzlich willkommen heute mal live auf der PlayStation quasi Aufnahme und zwar mit dem neu erschienenen Soul Justice, das ich jetzt heute in Händen hielt. Das ist gerade auch heute rausgekommen. Ich habe die ersten vier Kapitel gespielt und ich möchte mit euch heute Kapitel 1 einfach mal wiederholen, um so ein bisschen, dass er so einen kleinen Eindruck von dem Spiel bekommt und lade das dann eben direkt von der PlayStation aus hoch. Ich hoffe, man versteht mich alles gut, weil ich habe eben nicht mein gewohntes Setup zum Aufnehmen hier. Und dann könnt ihr am Ende des Videos, wenn euch das Ganze interessiert, könnt ihr dann schreiben, ob ihr dazu gerne ein Let's Play sehen würde, ob die Interesse überhaupt da ist. Das Spiel ist so ein bisschen Devil May Cry Style und ihr seht es auch schon, man gibt Missionsbelohnungen, zwar hier nicht in SSS und Kram wie bei Devil May Cry, sondern halb Diamant, Platin, Gold, Silber, Bronze, Eisen, ne? Und da werden verschiedene Sachen bewertet. Die Kämpfe an sich, die Punktzahl und eben auch die Zeit zum Abschluss. Und deswegen hatte ich da auch nur Gold letzten Endes bekommen, weil ich mich halt momentan auch, ja, man sieht, das eigentlich liegt immer an der Zeit, ne? Die Zeit ist immer das schlechteste Bewertung, weil ich mich halt besonders gut umgucke und die ganzen Geheimnisse noch rausfinden will. So, wir können hier oben auch die Schwierigkeit auswählen. Mensch, Eingeweiht, Ritter, Chimäre, Transzendierender. Wir bleiben mal noch auf Eingeweiht und legen mal einfach los mit dieser Mission. Ich glaube, wenn ich jetzt in der Mission drin bin, mache ich mal noch den Ton vom Spiel ein bisschen leiser, um sicher zu gehen, dass er mich da auch versteht. So, hier können wir auch nochmal Fertigkeiten alles kaufen. Lassen wir jetzt alles mal. Wir werden uns auch jetzt keine Intros angucken oder sonst irgendwas. Da gehen wir mal überspringen. Und jetzt möchte ich aber hier mal kurz bei den Einstellungen gucken. Audio. Lassen wir die Gesamtlautstärke mal auf 60%, dann sollte man mich hoffentlich ja gut hören. Gut. Let's go. So, wir spielen hier zwei Schwestern. Und die eine unterstützt uns immer äußerst wertvoll im Kampf. Man kann nicht rennen, ich muss halt deswegen immer so ein bisschen beschleunigen. Ich versuche mal hier noch so ein paar rote Punkte mitzuholen, weil ich glaube, das zählt zur Punktzahl, bin ich mir aber nicht sicher. Weil ansonsten würde der Kampf eben doppelt reingehen, weil die Kämpfe geben auch Punkte. Es hat ein paar Besonderheiten, das Spiel, auch gerade hinsichtlich des Kampfsystems und der Punktebewertung. Wir haben so Konter und wir haben auch hier so eine Aura, ne, so eine Beschwörung und eine Verbannungsaura. Die brauchen wir, um bestimmte Gegner auch anzugreifen. Das ist ähnlich wie Teufel- und Engelwaffen bei Devil May Cry, bei dem DMC, bei diesem Prequel. Ich hole einfach mal ein bisschen was mit. Die roten Punkte sind zum Beispiel auch das, wo wir uns Sachen im Shop kaufen können, also Items und eben auch die Fertigkeiten hier für unsere Schwester mit dem Schwert, unsere Schwertschwester. Die andere Schwester, die machen wir mit den blauen Punkten dort seitlich aufwerten. Und ja, so ist das Prinzip da. Jetzt kommen wir in den ersten Kampf. Wir haben normalerweise hier zu diesem Zeitpunkt die Dreieckattacke. Das ist hier mit dem Schwert und dann hier die mit dem Hammer. Ich habe jetzt schon hier den Handschuh, aber den gibt es erst in Mission 3. So, und wenn wir natürlich nicht getroffen werden, dann steigern wir unsere Punktzahl. Und ihr seht schon, und auch die Synergie, wenn wir schnelle Attacken durchführen mit unserer Schwester, die uns dann auch tatkräftig unterstützt. Diamant, 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 einmal frei. Perfekt. Mit Kreis könnt ihr im richtigen Moment so Counters machen, dass die Gegner dann so einfriert. Das macht dann auch eure Schwester quasi. Die friert dann die Gegner ein. Die eisige Schwester hier. Eisiges Schwesterherz. Ja, so ist ein bisschen so das Gameplay. Genauer werde ich dann natürlich drauf eingehen, wenn wir einen richtigen Let's Play machen sollten, wenn überhaupt Interesse da ist. Ja, dann werde ich das Kampfsystem hier nochmal im Detail ein bisschen erörtern. Und ihr habt es jetzt auch gesehen, es wird auch angezeigt, dass man da Kreis drücken kann, ne? Und da gibt es auch noch perfekte Counter und andere. Ja, noch ein paar. Sehr schön.
So, jetzt hatte ich zum Beispiel zwei Counters angesetzt, ne? Anstatt auszuweichen, das ist hier im Spiel echt auch sehr nice mit diesen Counters. Und deswegen haben wir auch einen achtfachen Multiplikator, das müsste eigentlich auch perfekt gewesen sein. Jawohl, alles Diamant. Mann, wie er glänzt, Mann. Lul. Das sind genau meine Spiele. Diese Art Games sind genau mein Ding. Ohne Witze. Ich liebe diese Teile. Auch Devil May Cry. Und auch diese festen Kameras. Ich finde das einfach nice. Irgendwie ist das zwar ein bisschen altbacken und das muss man auch mögen. Und man muss sich auch vor allem dran gewöhnen. Auch ich selbst musste mich wieder dran gewöhnen, so ein bisschen, dass die Kamera feststeht. Und man kann zwar hier auch ein bisschen variieren, vor allem im Kampf. Hier kann man eigentlich eher nur ein bisschen schwenken, hier die Kamera, aber nicht wirklich variieren. Und ja, ansonsten ist es so ein bisschen feststehend, aber man kann auch ein bisschen im Kampf, vor allem, weil aus allen Richtungen ja auch Gegner kommen können, kann man die auch ein bisschen drehen dann. Das ist alles ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ich mag es irgendwie auch. Und sowas erfordert für mich auch immer noch mal ein bisschen mehr Skill, wenn allein das Handling vom Spiel schon ein bisschen schwieriger ist, umzusetzen ist, dann finde ich das auch immer nice. Das fand ich auch bei den alten Resident Evil so geil mit den feststehenden Kameras, weil eigentlich war es ja schon eine Kunst, seinen Charakter da überhaupt richtig zu lenken. Vor allem, wenn man dann noch Speedruns gemacht hat. Ne? Da musste man ja immer auch gegen die Kamera lenken und das hat schon ein besonderes Geschick erfordert und oder auch viel Übung. Und das vermisse ich so ein bisschen, dass das bei den neuen dann eben fehlt. Jetzt müssen wir aufpassen, jetzt auch noch Speerkämpfer da. Die werfen natürlich auch Speere, ist ja klar. Ach, ich habe euch gecountert. Das ist, da verliert man halt auch mal schnell die Übersicht. Nice. Ja, oh, das ist ja geil. Alles Diamant. Und wir haben da unten auch Items. Ich habe auch hier so ein Menü, ne? Da kann ich mir jetzt zum Beispiel Gegenstände da unten ausrüsten. Auf den Schnellslot, das ist das Steuerkreuz unten dann. Und man sieht ja auch schon, dass da links noch eine Taste, noch was fehlt. Das linke Steuerkreuz. Also so wechselt man auch die Waffen. So macht man den Weapon Switch hoch, rechts und links. Und da fehlt noch eine Waffe, die wir noch bekommen werden. Ich bin gespannt, was es sein wird. Ich weiß es halt auch noch nicht. Das ist halt auch das Interessante dran. So, und hier haben wir noch eine Herausforderung. Gibt es halt auch, wie in Devil May Cry, schlechter töte alle Feinde, bevor die Zeit abläuft. Das wollen wir natürlich auch machen, weil ich glaube, das geht nämlich auch mit in die Missionsbewertung rein. Und deswegen, weil ich ja auch hier ein Ziel habe, Diamant quasi zu bekommen, mit euch zusammen. Das wäre dann auch meine erste Diamantbewertung. Aber ich hoffe halt, dass es nicht im Verhältnis zur Zeit steht. Dass es dann die Zeit ein bisschen drückt. Weich mal hier ein bisschen aus, bevor die mir hier alle die Speere überbrettern. Gut. Perfekt war das doch. Ja, war nicht ganz perfekt, ne? Da haben wir da oben in der Punktzahl nur Platin bekommen, nur in Anführungszeichen, und in der Zeit sogar nur Gold. Okay. So, hier bekommen wir jetzt normal, ja, jetzt kriegen wir hier so einen Splitter, weil ich die Herausforderung schon geschafft habe. Normal bekommen wir auch so einen Teil eines Gesundheitsfragments, also auch wie bei Devil May Cry. Oder eben ein Entropie, das ist quasi die Mana hier in dem Spiel so gesehen, für unsere andere Schwester, unsere Geistschwester. Weil die verbraucht Entropiekraft. Wenn man hier diese Felder zum Beispiel macht, das seht ihr da oben, dieser blaue Balken, dieser blaue Kreis, der füllt sich. Und wenn er ganz voll ist, dann ist sie überladen und da verschwindet sie eine Zeit lang. Und das ist auch bei dem Roten genau das Gleiche.
So, das ist unser Beobachter. Das ist auch so ein bisschen was wie ein Verbündeter, ein ominöser Verbündeter, von dem wir nicht wissen, wie wir ihn wirklich einschätzen können. Und bei dem können wir dann eben auch Fertigkeiten kaufen. Ich zeige das jetzt mal ganz kurz. Ich hoffe, dass wir dann trotzdem hier, da können wir die Fertigkeiten von Priya verändern. Das ist unsere Schwertkämpferin und der Geist ist Lute. Und die hat auch nochmal hier Zweige. Und jetzt zeige ich mal hier, was die für Fähigkeiten alles hat. Und das in einer Sparte, ne? Wenn wir dann nochmal auf Feld gehen, haben wir nochmal ein Tree. Und wenn man auf Defensive geht, auch nochmal. Also die hat ein paar Fähigkeiten. Und da unten ist ja auch noch eine Sparte komplett gesperrt. Genauso wie hier diese Waffen. Also anscheinend gibt es hier noch mehr Waffen als eine weitere. Und dann kann man selbst festlegen, was man unten auf den Schnellslots hat. Gehe ich mal davon aus. We So, know how to gut. find me. Ja. Ist okay. Ich weiß, wo ich dich finde, genau. Vielleicht will ich dich auch gar nicht finden. Ich glaube, hier gab es auch nur eine Herausforderung. Ich habe mittlerweile schon 4 Stück gemacht. Ich glaube, jetzt müssten wir aber eigentlich auch genug Zeug haben. Da sollten wir eher nicht so viel Zeit mehr verlieren. Sonst schaffen wir es vielleicht nicht. Das wäre bitter. Weil bei so perfekten Kämpfen hätte ich eigentlich schon gerne jetzt auch die Diamantbewertung. Und wie gesagt, ich hoffe nochmal, dass die Qualität des Videos gut ist. Und schreibt unbedingt, wenn ihr dazu was sehen wollt, auch Kommentare oder gibt Likes, dass ich weiß, ihr wollt das eben auch. Also ein Kommentar wäre es am besten, wenn er sagt, hey, ich will da einen vollständigen Let's Play oder ich will da Spezialprojekte dazu, wie was weiß ich, Speedrun oder Guides eben, wo alle Herausforderungen sind, weil ich werde das Spiel wahrscheinlich sehr wahrscheinlich suchten, so wie es momentan aussieht. Weil es mir halt komplett zusagt. Ist genau mein Ding. Ist fast wie für mich gemacht. Ich liebe so schnelle Kämpfe. Noch schneller als bei Wulong. Oder Nioh. Na, wolltest du mal einen Speer überwerfen, du Sau, hä? Zack. Da oben wieder. Die Punktzahl hat nur für Platin gereicht. Aber dafür hat es trotzdem in der Gesamtbewertung des Kampfes für Diamant gereicht. Und deswegen denke ich denke Platin und die Zeit. Oder ist das die Zeit von den Kämpfen? Nee, die Zeit vom Gesamtlevel, glaube ich, gemeint. Aber die Punktzahl auch vom Gesamtlevel. Und ja, das ist in der Abschlussbewertung, glaube ich, so gemeint. Ich glaube, hier mussten wir lang. Bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Nee, Quatsch. Da gab es was Besonderes, wenn man den Weg geht. Genau. Da gab es nochmal irgendwie eine, ich glaube, nochmal so ein Helfding. Da müssen wir hin. Aber da kommen wir auch sehr erstmal noch nicht weiter, weil der Lastenaufzug blockiert ist. Und ich glaube, der Lastenaufzug ist dann quasi auch unser Ziel oder einer von diesen nächsten Lastenaufzügen, wo wir dann die Quest auch schon abgeschlossen hätten. Warte mal, ging das nicht? Oder bin ich jetzt einfach nur schlecht gesprungen? Ich bin nur schlecht gesprungen, okay. Also hier müsste eigentlich die Blockade gewesen sein, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ja, hier an dem. Let's go! Ja, und wer Bock habt, ich habe auch einen Speedrun von der Wulong-Demo hochgeladen bei mir auf dem Channel. Da könnt ihr auch mal reingucken. Ich packe es euch auf jeden Fall in die Infobox. War so ein bisschen Speedrun-Training. Ist noch jetzt noch kein voll geiler Speedrun oder so, aber war schon recht ordentlich, finde ich auch. Kann man sich mal angucken, wenn man da Interesse dran hat an solchen Spielen. Ein bisschen Schleichwerbung von meinen eigenen Videos machen hier. Oh, ansonsten bedanke ich mich natürlich auch für eure Aufmerksamkeit schon mal vorab und hoffe, ihr hattet auch soweit Spaß mit dem Video. Und ja, vielleicht haben wir ja mit dem Spiel auch noch gemeinsam Spaß. Ich werde auf jeden Fall noch mit dem Spiel Spaß haben. Und wenn ihr Bock habt,
Alter, diese Counters, die hauen, glaube ich, in den Multiplikator rein wie eine Sau, wenn man die macht. Da kommen noch welche, Wahnsinn. Zack, das war's. Nice. Wow, 24.000 Punkte Diamant, Diamant, Diamant. Uff, das hat gesmashed. Achso, da muss ich lang. Da war die Treppe. Da hinten hat die Brücke aufgehört. So, und ich glaube, jetzt haben wir die Mission auch geschafft. Mal da in den Aufzug steigen. Oh, falscher Knopf. Mal gucken. Ich bin gespannt, ob das zeitlich auch gereicht hat. Das sollte eigentlich relativ schnell gewesen sein. Relativ in Anführungszeichen. Ja, versuch's doch mal. Trophy bekommen. Alles Diamant. Da ist alles Diamant. Gesamtpunktzahl und sogar die Zeit Diamant. Ein Perfect. Oh, Leute, dass er der Zeuge direkt mal ein Perfect One. Alles Diamant. Kling, bling, bling. Das war bling, bling. Eigenständig mal eins, unversehrt mal eins. Ach, guck mal, da haben wir auch nochmal 5% Punktebewertung bekommen. Eigenständig weiß ich jetzt nicht genau, was es bedeutet. Unversehrt heißt, dass ich halt wahrscheinlich in der ganzen Mission keinen Schaden bekommen habe. Ne? Ja, Herausforderung, seht ihr, da ist nämlich auch so ein Häkchen Aufwertungen. Ich habe die Herausforderung und die Aufwertung schon gefunden. Die Aufwertung haben wir jetzt quasi nicht gefunden, aber ich hatte die ja gefunden und deswegen ist die auch hier abgehakt. So, dann sieht das doch schon mal viel besser aus im Scoreboard. Oh, hier mal direkt ein Diamant drin. Gut, kann ich jetzt eigentlich, wenn ich aufnehme, auch mit euch die Trophys gucken? Weiß ich jetzt gar nicht genau. Na, da hätten wir nämlich hier, versuch's doch mal, vor einer Minute ein Kapitel abschließen und Diamant erhalten, Schwierigkeitsgrad egal. Ja, gibt nämlich auch noch ein paar andere. So, wie gesagt, hier Bronze. Da war auch nicht meine Kampfkunst. Da kommen ein paar neue Feinde, da muss man wieder ganz viele Tasten drücken. Die richtigen natürlich. Wenn nämlich zum Beispiel diese Geister kommen, dann muss man diese Aura anmachen, diese blaue, dieses Beschwörungsfeld, dass man denen überhaupt Schaden machen kann. Und das im Kampf mit gepaart mit Gegnern, da hatte ich zuerst mal ein paar motorische Probleme, bis quasi die Muscle Memory einsetzt. Jetzt mittlerweile läuft es schon besser, das sieht man hier ran. Da lief es dann schon besser, auch von den Kampfbewertungen her. Ja, hier Silber, Silber, hier Gold, Gold. Die Zeit ist halt, wie gesagt, ich gucke mich halt extrem um. Ne? Deswegen ist die Zeit hier auch weg und hier haben wir es jetzt ja mal ohne Umgucken einfach durchgerusht und so wird es dann irgendwann laufen und wir sehen schon, wir haben noch 3 weitere Schwierigkeitsstufen, also Ritter, ich kann auch Chimären noch gar nicht auswählen, es geht nur bis zu Ritter. Ja, typisch wie bei Devil May Cry, ne? Arschvoll Schwierigkeitsstufen und jo, das wird noch spaßig. Vor allem, das ist alles hier Akt 1, wie man sieht. Akt 1 hat 5 Missionen. Ja, und da sieht es auch aus, als wäre da so ein Zeichen vom Boss da hinten dran. Ja, und dann beginnt Akt 2. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie viele Akte es gibt. Ich habe mich nicht so viel informiert in dem Spiel. Ich habe nur gesehen, oh, das sieht geil aus, das bestelle ich vor. Das ist genau mein Ding und momentan bin ich auch recht zufrieden, dass ich das getan habe. Ich habe Spaß dran. Ich hoffe, ihr auch. Also, ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem Video. Und vielleicht sehen wir dann sehen wir uns dann bei weiteren Folgen Souls Justice. Soulstice, nicht Souls Justice. Ich weiß nicht, warum ich Justice im Kopf habe, verdammte Kacke. Das sage ich immer. Es ist irgendwie schon in den Kopf gebrannt. Soulstice. So. Und ja, ich wünsche euch den schönsten aller Tage. Danke für eure Aufmerksamkeit. Über ein Like würde ich mich freuen. Bis dahin, euer SpookyVF. Bye, bye.